Ja, hallo ihr Lieben, ich befinde mich heute im Prater und wollte euch folgende kurze Geschichte erzählen, dass heute vor 125 Jahren, am 18. Mai 1895, das Venedig in Wien eröffnet hat. Manche von euch kennen es vielleicht, manche werden sich fragen, Venedig in Wien, was? Ja, tatsächlich war es so, dass hier im Prater eine Vergnügungsmeile sozusagen eröffnet hat, so ein Vorgänger vom Wurstelprater. Und zwar war das so, dass man damals auf 50.000 Quadratmetern Fläche Venedig im Kleinen tatsächlich nachgebaut hat. Man konnte wirklich auf Wasserkanälen in den venezianischen Gondole herumfahren. Und es war auch so, damit die Wiener immer Abwechslung hatten, dass man dann mehrere Attraktionen dazu gebaut hat, zum Beispiel 1897 das Riesenrad. Leider ist im Zweiten Weltkrieg alles verbrannt, nur das Wiener Riesenrad ist übrig geblieben.